Servus, Bernhard, und herzlich willkommen in meinem Garten. Wir haben heute den 29. Februar, also Schaltjahr. Und deshalb möchte ich mit euch mal einen kleinen Gartenrundgang machen. Aber bevor wir in den Garten gehen, schauen wir uns erstmal in der Anzuchtstation, was die kleinen Pflänzchen machen. Hier im Esszimmer habe ich im Moment meine Jungpflanzenanzucht. Das ist jetzt die Sorte Golden Star und der Snack Paprika. Beim Golden Star sind 5 Pflänzchen aufgegangen, beim Snack eine mehrere. Beim Yola Wonder sind gleich ein paar mehrere aufgegangen. Es sind 13 Pflänzchen, die was worden sind. Am meisten aufgegangen ist der Spitzpaprika. Die Samen habe ich ja von einer eigenen Schote, die ich letztes Jahr im Tomatenhaus gehabt habe, geerntet. Und da sich die Pflanze an unserem Klima angepasst hat, gibt sie diese Erbinformation weiter. Deswegen habe ich hier die meisten Pflänzchen. Ich würde sagen, es sind alle aufgegangen beim Spitzpaprika. Also wenn ihr selber Paprika in euren Gärten habt, der was worden ist, dann erntet den Samen und ihr werdet sehen, im Jahr drauf gehen mehrere Pflänzchen auf. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber das ist der Topf mit der Zwiebel Exhibition. Hier scheinen auch alle aufgegangen zu sein. Hier kommt noch eine und hier, glaube ich, habe ich nichts reingetan. Ich werde sie jetzt ein bisschen hegen und pflegen hier im Esszimmer, damit sie auch schön groß werden. Auch hier kommen die Jungpflanzen aus der Erde. Hier handelt es sich um die Sorte Alza Creek. Da Zwiebeln und Paprika sich sehr gut vertragen, ist es möglich, dass die Pflänzchen etwas schneller wachsen als normal. Deshalb werde ich sie nach dem Pikieren in größere Töpfchen ins Gästezimmer stellen. Auch unter Kunstlicht, aber da habe ich gerade nur 10 Grad Temperatur. Das hemmt den Wachstum etwas. Schließlich haben wir ja noch 3 Monate Zeit, bis es in die Beete rauskommt. Wo wir schon lange nicht mehr reingeschaut haben, das ist ins Tomatenhaus. Na, kommt mal mit. Hier im Tomatenhaus habe ich schon mal angefangen aufzuräumen. Die grünen Wassertonnen sind wieder draußen. Die Regalträger links und rechts habe ich montiert für die Pflänzchen, die irgendwann hier reinkommen oder hier drin angesät werden. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Ich habe hier mal ein Thermometer, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Höchsttemperatur gestern oder heute 16,4 und in der Nacht hatten wir 0,4, aber minus. Es wird also noch länger dauern, bis hier im Tomatenhaus irgendwas reingestellt wird. Solange wir abends noch Minusgrade haben, ist es immer ein Risiko.
Wenn ich ein Pflänzchen reinsetze, was ein bisschen härter im Nehmen ist, dann kommt zumindest über die Nacht ein Vlies drüber. Aber das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht, weil sie erwiesen hat, dass das nicht funktioniert hierherin. In diesen beiden Hochbeeten hat sich auch nicht viel getan. Ich lasse sie so, wie sie gebraucht werden. In diesem Hochbeet, wo ich den Knoblauch gesteckt habe, hat die Wildtierkamera gezeigt, dass sich Katzen auf dem Hochbeet sich geschäftlich betätigen. Allerdings hat es sich jetzt herausgestellt, dass ein Tier trotzdem hier durchkommt. Eine Katze würde ein kleines Loch machen, aber hier hat direkt jemand nach Nahrung gesucht. Da, wo letztes Jahr der Jakon gestanden ist, habe ich ja die Mini-Hochbeete weggemacht. Ich werde stattdessen ein oder zwei Kübel hinstellen. Was ich da reinmache, das weiß ich noch nicht. Kann aber sein, dass ich hier Süßkartoffeln anbauen werde. Wie ihr seht, habe ich die ganzen Beete umgegraben. Bis auf eins, das wir dann später mal gemeinsam miteinander machen. Weil das Umgraben selber ist jetzt nichts Besonderes. An den meisten Beeten waren Gemüseabfälle von dem letzten Jahr noch dran. Teilweise habe ich noch ein bisschen Hornspäne mit drauf gemischt als Langzeitdünger für unten drin. Hier hat der Wind die ganzen Topinambur-Pflanzen umgeschmissen, sodass die Knollen frei liegen. Natürlich gibt es genug noch zum Ernten und ein Teil wird wieder an der gleichen Stelle angebaut. Und ja, die zwei Überdachungen für die Freilandtomaten sind fertig. Die Folie ist angekommen. Und das Dach ist dicht. Hier oben habe ich über die Breite ein Drahtseil gespannt. Es ist zwar noch locker, weil es draußen relativ kalt ist, aber wenn die Tomaten im Freien sind und es ist wärmer, dann dehnt sich das Kabel nochmal. Und deshalb werde ich erst kurz bevor die Pflanzen in die Erde kommen, nochmal mit dieser Schraube nachziehen. Das gleiche betrifft das Dach selber. Wenn es warm wird, dann dehnt sich noch ein bisschen. Deswegen habe ich es so konzipiert, dass ich noch Hölzer reinmachen kann zum Spannen, wie beim Tomatenhaus drüben auch. Aber als provisorisches Dach bin ich ganz zufrieden damit. Die Erde drunter wurde auch ein bisschen aufgedüngt mit Hornspäne, auch im rechten Bereich, wo ich den Gründünger drin gehabt habe, und umgegraben. Die letzten Jahre habe ich die umgegrabenen Beete mit einem Bändchengewebe abgedeckt, damit sie nicht als Katzenklo genutzt werden. Hat nicht viel gebracht. Es sind zwar keine Katzen reingegangen, aber unter dem Bändchengewebe haben sich sehr viele Ackerschnecken angesammelt. Und das möchte ich dieses Jahr nicht riskieren. Es hat sich auch gezeigt, dass die Katzen dieses frisch umgegrabene Beet gar nicht nutzen möchte, weil es ja keine gerade Fläche ist.
Hier in diesem Beet habe ich ja die Puffbohne angebaut. Es ist aber noch keine gekeimt. Scheinbar ist es noch ein bisschen zu kalt. Dafür treibt hier der Schnittlauch wieder raus. Und nicht nur die Pflanze, die ich letztes Jahr hier drin gehabt habe, sondern auch die Sämereien, die von der Pflanze aufgegangen sind. Und das ist das Beet, das ich nutze für unser Zwiebelexperiment. Da werde ich jetzt noch nichts machen, sondern ich werde es noch ein bisschen ruhen lassen und erst kurz, bevor die Zwiebeln reinkommen, werden wir es herrichten. Ja, ich habe extra heute mit den Filmaufnahmen gewartet, weil die Sonne etwas rauskommen sollte, was auch passiert ist. Allerdings muss ich euch gleich sagen, es ist ein kalter Wind aufgegangen. Ja, und es ist hier eine Außentemperatur von 9 Grad. Es wird noch dauern, bis hier in die Beete was reinkommt. Aber wenn sich was ändert, werde ich es natürlich mit der Kamera wieder einfangen und in einem der nächsten Videos reinbringen. Und jetzt muss ich euch noch was zeigen, was ich gestern entdeckt habe. Aber bevor wir ins Haus gehen, müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Diesen Eimer habe ich jetzt schon zu einem Drittel voll mit Erde aus dem Beet für das Zwiebelexperiment. Was sonst noch dazu kommt, zeige ich euch auf dem Weg ins Haus. Zu dieser Erde mische ich noch ein bisschen Wurmhumus. Ja, und natürlich Perlite. Und es wird dann kräftig umgerührt. Ja, ich glaube, das reicht. Und da sich die Pflanze recht wohl fühlen soll, kriegt sie gleich so einen großen Topf. So, aber bevor wir jetzt hochgehen, zeige ich euch, was im unteren Stockwerk. Kommt mit. Hier unten in einer Abstellkammer hatte ich die zwei Pflanzen mit dem Jakon zum Überwintern abgestellt.
Ich habe zwar von Zeit zu Zeit ein bisschen Wasser unten in die Wanne reingefüllt, damit sie nicht ganz verrecken. Das ist eine Pflanze davon. Und ihr seht, hier hat sich noch nichts verändert. Das ist die zweite Jakonpflanze. Und wie ihr sehen könnt, hier treibt sie wieder aus an verschiedensten Stellen. Also werde ich nächste Woche die Pflanze mal ausgraben, die Rhizome mit den Keimlingen abschneiden und in Töpfe reinpflanzen. Aber dann hole ich euch wieder dazu. Na, auch hier auf der Rückseite, wenn man mal da schaut, tauchen sie auch auf. Ich habe euch ja erzählt von unserem Zwiebelexperiment, das jetzt inzwischen seit 13 YouTuber mitmachen. Und da habe ich gestern meine Zwiebelchen gekriegt. Die sind genug da von der Exhibition und die Ailsa Craig, dass man sagen kann, es gibt von jedem eine Reihe. Erschrocken bin ich, als ich die Tüte mit Kelsey aufgemacht habe. Da ist tatsächlich ein einziges Zwiebelchen drin. Da ich selber noch Zwiebeln angesät habe und da die Kelsey noch nichts aufgegangen ist, gehe ich davon aus, dass das ein sehr empfindliches Zwiebelchen ist. Und darum habe ich mir gedacht, und deswegen haben wir diesen Topf. Wir bringen sie gleich in die Erde. So, ich versuche möglichst alles dran zu lassen. Ich lasse nur die obere Spitze rausschauen, weil hier gibt es keinen Frost im Haus. Oh, das sollte reichen. Jetzt erkläre ich euch mal, warum ich die Erde so gemischt habe. Ungefähr ein bisschen mehr wie die Hälfte, fast zwei Drittel der Erde, ist aus dem Beet, wo diese Pflanze mal reinkommt. Dann habe ich mir letztes Jahr für Versuche, gerade mit den südamerikanischen Kulturen, Wurmkompost gekauft. Den nütze ich hier als Dünger, damit die Pflanze jetzt schon loslegen kann. Und dieses Pellite habe ich drin, damit es keinen Wasserstau gibt hier im Topf. Und da die Pflanze größer wird, beziehungsweise die Zwiebel größer wird wie bei ihren anderen Schwestern,
habe ich hier gleich einen größeren Topf hergenommen. Keine Angst, sie kommt schon noch in den Garten raus, aber ich weiß nicht, wie weit sich die Wurzeln entfalten. Und wenn es soweit ist, dass er rauskommt und akklimatisiert ist, dann wird einfach ein Loch in dieser Größe gemacht und die samt Erde ins Beet raus. Und da sie große Pflanze ist, kriegt sie auch ein großes Namensschildchen. So, und sie bleibt jetzt hier im Haus. Sie kriegt einen schönen Platz an einem sonnigen Fenster. Ich werde euch berichten von Zeit zu Zeit, wie es meiner Kelsey geht. Und bedanke mich wieder fürs Zuschauen heute. Bleibt's gesund, macht's es gut, pferd euch.